unsere Devise, das Lösungswort knacken und mit etwas Glück gewinnen. Und zwar wahlweise eines unserer Veranstaltungs-T-Shirts oder zwei Tickets für die nächsten Bayer Classics oder einen Freistart bei unserem Jubiläumslauf 40 Jahre rund ums Bayerkreuz. Diesmal hat unser Lösungswort 10 Buchstaben. Und auch diesmal hören wir zu Beginn eine Stimme. Ich habe ja nichts zu verlieren und ich habe eine ziemlich späte Saison, wie man sieht. Das war mein erstes richtiges Rennen. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz optimistisch, dass ich zumindest einmal mitmischen konnte mit den anderen beiden Mädels. Und ja, ich freue mich tatsächlich über die Medaille. Aber ich denke, für das große Ziel muss ich halt noch ein, zwei Rennen machen. Und dann, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wessen Stimme war das? Der erste Buchstabe ihres Vornamens ist der erste Buchstabe des gesuchten Wortes. Buchstabe Nummer 2 ist der erste Buchstabe vom Vornamen unseres im letzten Jahr besten Stabhochspringers. Hausrekord 5,80 Meter. Und noch ein Vorname, allerdings brauchen wir den zweiten Buchstaben. Es geht um die gute Seele der Geschäftsstelle, um unsere Managementassistentin. Wie heißt sie? Von ihrem Vornamen nehmen wir den zweiten Buchstaben. Buchstabe Nummer 4. Wer spricht hier? Heute kam zum ersten Mal ein bisschen das raus, was wir halt gerade im Training machen. Und das war dann einfach ein Lauf. Die 4,50 im ersten, die 60 waren hoch drüber. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann machen wir die 72, das wird eine Weltjahresbestleistung, warum nicht? Wer war das vom Nachnamen, den letzten Buchstaben? Jetzt hören wir eine Hymne. Welches Land wird durch diese Hymne repräsentiert? Der erste Buchstabe ist unsere Nummer 5 und der sechste Buchstabe des Lösungswortes ist der erste Buchstabe vom Vornamen einer Trainerlegende. Trat 1954 den Dienst in Leverkusen an. Und jetzt wieder was zum Hören. Wie heißt das Instrument? Wir nehmen den ersten Buchstaben. Noch eine Trainerlegende nahm 1965 seine Tätigkeit in Leverkusen auf. Von seinem Nachnamen brauchen wir den ersten Buchstaben. Nochmal Musik. Typisch der Rhythmus für welches Land oder besser gesagt für welche Volksrepublik notiert den ersten Buchstaben. Gleich ist das Lösungswort vollständig. Noch einmal brauchen wir den ersten Buchstaben vom Vornamen dieser Athletin. Dass meine Karriere nach der Saison beendet sein wird, das war mir soweit klar. Ja, dass es so endet, war natürlich nicht mein Plan. Wer war das vom Vornamen den ersten Buchstaben? Und jetzt schickt das Lösungswort an tsv-quiz@web.de. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir wahlweise ein T-Shirt, Tickets oder einen Freistart. Deadline nächsten Dienstag, 19. Mai, 24 Uhr. tsv-quiz@web.de. Knackt das Lösungswort.